بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine geehrten Geschwister. Wir werden insha'Allah ta'ala heute unseren Unterricht in zwei Teile teilen. Im ersten Teil machen wir weiter mit unserer Reihe insha'Allah ta'ala über das Thema die Reise ins Jenseits. Und im zweiten Teil, im kürzeren Teil, werden wir insha'Allah ta'ala auf die Charity Week eingehen. Und kurz inshallah darüber sprechen, weil wir heute inshallah ta'ala auch Spenden sammeln werden für die Waisenkinder dieser Welt, bi'iznillahi azza wa jal. Beginnen wir inshallah ta'ala mit unserer Reihe. Wir hatten letzte Woche angefangen gehabt, über die letzte Phase im Leben des Menschen zu sprechen. Und zwar über den jüngsten Tag selbst. Die Einheiten, die wir zuvor hatten, sie beschäftigten sich mit der dritten Phase. Wie nennt man die dritte Phase, die der Mensch durchlaufen wird auf seiner Reise zu Allah? Al-Barzakh. Al-Barzakh. Und wir haben über den Barzakh gesprochen, der mit dem Tod eingeleitet wird. Und letzte Woche haben wir angefangen, über die letzte und vierte Phase in unserem Leben, in unserem Dasein, unserer Existenz als Menschen, als Geschöpfe Allahs zu sprechen. Und zwar über den jüngsten Tag. Und letzte Woche haben wir uns mit den Namen des jüngsten Tages beschäftigt. Und gesehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran verschiedene Namen für diesen Tag gewählt hat, um uns aufzuzeigen, was an diesem Tag geschehen wird und was die Menschen an diesem Tag erwarten wird. Der wohl bekannteste Name ist Yawmul Qiyama, der Tag der Auferstehung, oder As-Sa'a, die Stunde. Aber wir haben auch all die anderen Namen erwähnt, welche über 20 Namen gewesen sind, die der Koran für den jüngsten Tag verwendet. Und immer dann, wenn du für ein Thema, für eine Sache viele Namen hast, deutet das darauf hin, dass es sich um eine besondere und gewaltige Angelegenheit handelt. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat unendlich viele Namen. Wir wissen, 99, aber diese 99 sind nur ein kleiner Teil von den Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem schönen Dua aufzeigte, dass Allah ta'ala viele Namen in der Verborgenheit seines Wissens zurückgehalten hat. Namen, die du bei dir zurückgehalten hast, die du uns nicht beigebracht hast. Und ebenfalls, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sehr viele Namen, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat und ihm gewährt hat. Weil er das Siegel der Propheten ist. Und Sayyidu Waladi Adam ist der Beste unter den Kindern Adams. Und der jüngste Tag, er hat all diese Namen, weil es der Tag ist. Weil es sich um die Stunde handelt, weil es sich um den Moment handelt, der die gesamte Menschheit betreffen wird. Und heute, insha'Allah ta'ala, wollen wir zu den ersten Ereignissen dieses gewaltigen Tages kommen. Nämlich zu der Frage, wie wird überhaupt der jüngste Tag beginnen? Und was wird dort überhaupt geschehen? Und heute, insha'Allah ta'ala, beschäftigen wir uns mit dem Beginn des jüngsten Tages. Und diesem Moment, wo Allah subhanahu wa ta'ala den jüngsten Tag, die Stunde einleiten wird. Und eines ist klar, und wir haben das schon oft hervorgehoben, aber wir werden hier noch einmal
auch einige Ayat und einige Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam diesbezüglich nennen, dass wenn er kommen wird, er plötzlich auf die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch leben werden, hereinbrechen wird. Ohne jegliche Vorwarnung. Wir wissen, es gibt Anzeichen für die Stunde, die sogenannten Alamat oder Ashratu Sa'ah, die Zeichen der Stunde, über die wir schon einmal in einer Reihe gesprochen hatten. Diese Zeichen der Stunde, die werden zu diesem Zeitpunkt schon alle eingetreten sein. Und die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt, wo der jüngste Tag beginnen wird, noch auf der Erde leben werden, werden Menschen sein, die das Wort Allah nicht mehr kennen. Die das Wort Islam nicht mehr kennen. Die das Wort Koran nicht mehr kennen. Es sind Menschen, die fernab von Allah subhanahu wa ta'ala leben. Die Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr kennen werden. Wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in mehreren Überlieferungen gesagt hat. Was wird mit den Gläubigen sein? Die restlichen Gläubigen werden vor dem jüngsten Tag von Allah subhanahu wa ta'ala zurückberufen, indem ein leichter, sanfter Wind kommen wird, der dann ihre Seelen aus dem Körper ziehen wird, sodass nur noch Ungläubige und Menschen, die fernab von Allah subhanahu wa ta'ala leben, Menschen, die in der Irre leben, auf der Erde sein werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns jetzt auf, dass diejenigen, die jetzt noch auf der Erde sein werden, überrascht werden von dem Eintreffen der Stunde. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat Yasin, مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Und sie sagen, achso, das ist die Ayah davor, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid? Und dann antwortet Allah subhanahu wa ta'ala, sie haben nur einen einzigen Schrei zu erwarten, der sie ergreift, während sie noch miteinander streiten. Da werden sie kein Vermächtnis mehr hinterlassen können und auch nicht zu ihren Angehörigen zurückkehren. Es wird plötzlich kommen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt das in einer sehr, sehr bildlichen Überlieferung. Und er sagt sallallahu alaihi wa sallam, لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. Die Stunde wird eintreten, während zwei Männer ihr Kleidungsstück, die gerade Handel betreiben wollen, zwischen sich ausbreiten, aber keiner wird es kaufen, noch werden sie es noch mal zusammenfalten können. Allahu Akbar. Das heißt, mitten im Alltag, während sie mit dem Alltag beschäftigt sind, es geht jemand in ein Geschäft, um einzukaufen, und plötzlich kommt die Stunde, subhanallah. Völlig unvorbereitet. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لَقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ. Die Stunde wird eintreten und ein Mann wird Milch von seiner jungen Kamelstute sammeln, das heißt, er wird sozusagen sie melken, aber niemand wird sie trinken. Das heißt, er ist gerade am Melken, aber er wird nicht mal mehr die Zeit haben, um diese Milch zu trinken. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيقُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ. Die Stunde wird eintreten und ein Mann wird Wasser aus seinem Teich schöpfen, aus seinem Brunnen schöpfen, aber niemand wird daraus trinken. Subhanallah. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا. Allahu Akbar. Die Stunde wird eintreten, hereinbrechen, und ein Mann wird Essen auf seinem Teller haben und es gerade sozusagen anheben, um zu essen, aber er wird es nicht zu Ende essen können. Ist gerade dabei, ja? Nimmt die Gabel oder mit der Hand, wie auch immer, will gerade das Essen anheben, und plötzlich beginnt die Stunde. Die Menschen werden unvorbereitet sein. Und das ist die große Stunde. Das ist was? Die große Stunde. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, meine geehrten Geschwister, er hat uns aufgezeigt, dass zu den Zeichen der großen Stunde was gehört? Mautu al-Faj'ah,
Mautu was? Al-Fajr. Der plötzliche Tod, der auf dich hereinbricht. Der plötzliche Tod, der dich ereilen wird. Und hier ist es genauso. Du bist als Mensch gerade mit deinem Alltag beschäftigt und was passiert? Und plötzlich ereilt dich der Tod. Bist im Auto, hast einen Autounfall. Du warst gerade auf dem Weg zur Arbeit, zu deiner Familie, um deine Kinder von der Kita abzuholen. Du denkst, ich werde jetzt gar nicht meine Kinder umarmen und wiedersehen und plötzlich holt dich der Tod ein. Subhanallah. Komplett unvorbereitet. Und dementsprechend, als Muslim, sollte ich immer vorbereitet sein. Sodass ich in jedem Moment zu Allah zurückkehren kann. Das heißt nicht, dass ich keinen Spaß haben kann. Dass ich nicht glücklich sein kann. Nein, nein, das bedeutet das nicht. Worum geht es? Es geht immer darum, dass ich mich in einem Zustand des Gehorsams gegenüber Allah befinde. Ganz wichtig. Nochmal, damit Sie es verstehen. Viele denken, ich muss die ganze Zeit Dhikr machen, die ganze Zeit Koran lesen. Nein, 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 nein. Es geht immer darum, ihr könnt euch setzen, Schwestern. Macht für eure Schwestern Platz, falls sie keinen Platz haben. Schwestern, ihr könnt euch setzen, inshallah. Macht mal für eure Schwestern Platz, damit sie sich auch hinsetzen können. Barakallahu fikum. Es geht immer darum, dass ich mich in einem Zustand befinde, in dem Allah subhanahu wa ta'ala mit mir zufrieden ist. Das heißt mit anderen Worten, indem ich nicht etwas tue, was haram ist. Indem ich nicht etwas tue, was Allah subhanahu wa ta'ala Zorn erregt. Wenn ich Spaß habe mit meinen Freunden oder mit meinen Freundinnen, dann ist das eine Form von Ta'a, wenn es in einem Rahmen ist, der halal ist. Ganz wichtig. Ich möchte, dass wir das verstehen. Ich kann Spaß haben mit meinen Freunden und meinen Freundinnen. Gar keine Frage. Ich kann lachen. Ich kann ausgehen mit ihnen. Aber es sollte immer in einem Rahmen sein, der was ist? Der halal ist. Egal was für eine Sitzung ich habe, es sollte immer mindestens einmal der Name Allahs erwähnt werden. Und schon ist diese Sitzung was? Eine Sitzung im Sinne Allah subhanahu wa ta'ala, während darin nicht etwas getan wird, was Allahs Zorn erregt. Und was den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, bei diesem plötzlichen Tod, das werden wir nachher trotzdem noch einmal machen, müssen wir an unsere Geschwister im Gazastreifen denken. Das ist einfach unsere Verpflichtung. In diesen Tagen, und momentan poste ich auch nichts anderes, in diesen Tagen, meine lieben Geschwister, müssen wir mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken, mit unserem Aktivismus, mit allem, was wir tun, an der Seite der Menschen im Gazastreifen stehen. Das ist unsere Pflicht. Es handelt sich um eine religiöse Pflicht. Es geht hier nicht nur um eine was? Um eine, weiß ich nicht, eine moralische Pflicht. Es geht hier um eine religiöse Pflicht. Ich wundere mich immer wieder über einige Influencer, auch muslimische, die sonst immer laut gewesen sind und immer kritisiert haben und jetzt plötzlich hörst du nichts von ihnen. Subhanallah. Wenn es ein Unrecht gibt auf dieser Welt, was eindeutig ist, wo sich eigentlich jeder Mensch einig ist, dass es Unrecht ist, jeder Mensch, der noch ein bisschen was in seinem Herzen hat, Gerechtigkeitssinn. Ich rede nicht mal Iman. Ich rede von Gerechtigkeitssinn. Ich rede nicht mal von Iman. Einfach nur ein bisschen Gerechtigkeitssinn hat. Der kann nicht einfach so weitermachen, während diese Menschen dort vor den Augen der Welt ihr Leben verlieren. Bombardiert werden. Kinder aus Trümmern tot geborgen werden. Da kann man nicht wegschauen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt mit eurer Familie zu Hause und plötzlich kommt eine Rakete, innerhalb von einer Sekunde bist du weg. Subhanallah. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Man kann sich das nicht vorstellen, aber es passiert gerade eben. Es passiert aber gerade eben, in diesem Moment. Und deswegen, ja, wir müssen mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen, mit unseren Sorgen, mit unserem Aktivismus, mit allem, was mit unseren Duas, müssen wir bei unseren Geschwistern sein. Weil es ein unglaubliches Unrecht ist. Und gerade momentan auf dieser Welt eine unglaubliche Heuchelei vorhanden ist, wie wir sie so noch nie erlebt haben. Noch nie haben wir solch eine Heuchelei erlebt, wie wir sie gerade momentan erleben. Und da muss ich mich als Muslim positionieren. Ich kann nicht einfach so weitermachen. Es geht einfach nicht.
Es geht einfach nicht, egal was ist. Wir werden nachher nochmal inshallah ta'ala darauf eingehen, wie wichtig es ist, dass wir bedürftige Menschen im Allgemeinen auch unterstützen. Das machen wir dann aber im zweiten Teil inshallah ta'ala. Machen wir weiter, bi'iznillah azza wa jalla. Das heißt, die Stunde, sie wird plötzlich hereinbrechen. Plötzlich kommen die Menschen, sie werden unvorbereitet sein. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ, und dann wird in das Horn geblasen. Auf das Horn kommen wir noch gleich zu sprechen. فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لَيْتًا وَرَفَعَ لَيْتًا. Was heißt das? Keiner hört dann diesen Stoß, außer dass er plötzlich sein Gesicht nach oben, also nach oben schauen wird und nach oben horchen wird, weil er irgendwo einen Schrei gehört hat. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسِ. Allahu Akbar. Und der Erste, der das tun wird, der nach oben schauen wird, der Erste, der diesen Schrei, diesen Knall, diesen Posaunenstoß hören wird, ist ein Mann, der gerade dabei ist, seine Kamele zu tränken an einem Brunnen. Und er wird dann wie von einem Donnerschlag getroffen, von einem Blitzschlag getroffen. Ja? Und er wird sterben und die Menschen um ihn herum werden alle sterben. Subhanallah. Plötzlich. Unglaublich. Und wie wir in dieser Überlieferung gehört haben und den Ayat, die wir noch gleich hören werden, insha'Allah ta'ala, wird die Stunde eingeleitet durch was? Durch das Blasen in ein Horn. Wie nennt man das auf Arabisch, dieses Horn? Auf Arabisch nennt man es Sur. Auf Arabisch nennt man es Sur. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt im Koran immer wieder diesen Sur. Und wir werden gleich auch auf die Frage zu sprechen kommen, wie oft wird eigentlich in diesen Sur geblasen, in dieses Horn geblasen. Aber es handelt sich um ein Sur. Wie sieht dieses Sur aus? Wie sieht dieses Horn aus? Allahu alam. Wir wissen es nicht. Es gibt keine authentische Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschreibt, wie dieses Horn aussieht. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es sich um ein Horn handelt. Ihr wisst, was ein Horn ist, ne? Wie so eine Art sozusagen, ja, ein Horn halt. Ihr wisst, was das ist. Und es gibt eine Meinung, welche das Wort Sur anders interpretiert hat. Und zwar im Sinne von Körper, dass in die Körper geblasen wird. Das ist eine Meinung, die von einigen wenigen vertreten wird, die aber von den meisten Gelehrten so abgelehnt wird. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Allah subhanahu wa ta'ala davon spricht, dass mehrfach in den Sur geblasen wird. Sie sagen, Sur ist der Plural von Sura. Und Sura ist was? Der Körper. Eine Gestalt. Sodass Allah subhanahu wa ta'ala, der Engel, dann die Seelen in die Körper wieder zurückbläst. Aber dem widersprechen viele Hadithe unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam und auch die Ayat, die uns aufzeigen, dass nicht nur einmal in den Sur geblasen wird, sondern mehrfach. Und das würde ja bedeuten, dass mehrmals die Seelen in die Körper geblasen werden. Das macht ja keinen Sinn. Und dementsprechend wird diese Meinung von den meisten Gelehrten auch abgelehnt. Es wird überliefert teilweise von Al-Hasan al-Basri, von Abu Ubaidah al-Kalbi. Aber wie gesagt, die meisten, sie sagen, dass es sich hierbei wirklich um ein Horn handelt, wie es auch aus authentischen Überlieferungen von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam dann hervorgeht. Wer ist derjenige, der jetzt in dieses Horn blasen wird? Nein, nicht Malakul Maut. Ganz wichtig, nicht Malik. Malik heißt König auf Arabisch. Malak heißt was? Engel. Nochmal ganz wichtig. Der Unterschied zwischen Malik und Malak ist was? Malak mit Fetha ist Engel. Und Malik ist König. Ja? Und nicht Malakul Maut. Nein. Wer wird in das Horn blasen? Genau. Aus einigen Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam geht hervor, dass es sich um den Engel Israfil handelt. Und
einige Gelehrte wie Ibn Hajar al-Asqalani, sie überliefern hier bezüglich zu den Ijma', das heißt den Konsens, dass es wer ist, dass es der Engel Israfil ist. Und das geht auch aus einigen Überlieferungen hervor. In vielen Überlieferungen, die authentisch sind, wird jedoch der Name dieses Engels nicht erwähnt. Aber die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass es sich um den Engel Israfil handelt. Alayhi salam. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt Israfil beschrieben. Beschrieben, wie er darauf wartet und wie er bereit ist, in das Horn zu blasen. Und dass das seine einzige Aufgabe ist, subhanallah. Er hat keine andere Aufgabe als was? Als in das Horn zu blasen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Milliarden von Engeln erschaffen. Wir wissen nicht wie viele, wenn nicht Billionen, wir wissen es nicht. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat den Himmel beschrieben mit folgenden Worten. Der Himmel hat angefangen zu stöhnen und er hat Recht zu stöhnen. Warum? Weil es nämlich im Himmel keinen Platz gibt, der breiter ist als vier Finger, an dem sich nicht ein Engel befindet, der gerade Sujud macht oder Ruku macht oder gerade steht, um Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Allahu Akbar. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat für diese Aufgabe einen einzigen Engel erschaffen. Und das ist der Engel Israfil. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat beschrieben, in welchem Zustand sich Israfil befindet. Es wird überliefert bei Al-Hakim in seinem Mustadrak-Werk. Das ist ein Hadith-Werk, was bekannt ist, von Imam Al-Hakim. Von Abu Huraira radiallahu anhu arda. Er sagte, Inna tarf sahib al-suri mundhu mukkila bihi musta'iddun yanzuru nahwa al-arshi. Allahu Akbar. Das Auge von dem Inhaber des Hornes, also von Israfil, der verantwortlich ist für das Horn und für das Blasen in das Horn, ist die ganze Zeit wohin gerichtet? Richtung dem Throne Allahs. Warum? Aus welchem Grund? مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُ Allahu Akbar. Weil er die Befürchtung hat, dass er den Befehl bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala in das Horn zu blasen, genau in einem Moment, wo er gerade nicht zum Thron schaut. كَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ Seine Augen sind wie zwei funkelnde Sterne. Allahu Akbar. Schaut euch mal diese Beschreibung an. Ein Engel, der bereit ist. Allah Ta'ala, er hat die Engel erschaffen, damit sie Allah Ta'ala dienen. Sie haben keine andere Aufgabe, als Allah zu dienen. Sie tun das, was Allah ihnen befohlen hat. Allah Ta'ala, er beschreibt die Engel an einer anderen Stelle im Koran. Und er sagt, La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sie sind nicht ungehorsam gegenüber Allah in dem, was er ihnen befiehlt. Und sie tun das, was er von ihnen verlangt. Sie bekommen keine Langeweile. Sie werden nicht müde, wenn es um die Ibade geht. Das ist das, was ihre Nahrung ist. Und subhanallah, genau darin sollten wir auch versuchen, die Engel nachzuahmen. Und zwar, dass wir versuchen, Allah Ta'ala ebenfalls zu dienen, so wie es die Engel tun. Natürlich können wir das nicht 24 Stunden, aber wir können versuchen, in die Nähe zu kommen, indem wir nicht bereit sind, immer dann, wenn von Allah subhanahu wa ta'ala ein Befehl kommt, dass wir diesen Befehl auch umsetzen. Habe ich überhaupt dieses Ding heute? Achso, ich wollte dieses Mikrofon da. Entschuldigung, bitte. Ich wollte gerade gucken, welches Mikrofon ich dran habe. Nicht, dass wir das Mikrofon vergessen haben. Dass wir versuchen, Allahs Gebote schnell zu befolgen. Allah verlangt etwas von mir und ich bin bereit, es sofort umzusetzen, es nicht aufzuschieben. Das ist das, was wir daraus lernen können. Aber jetzt kommt ein weiterer Hadith, der Israfil beschreibt. Und zwar, der beschreibt, dass Israfil alaihi salam schon mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam noch bereiter ist, als er es vorher war.
Es wird überliefert von Ibn al-Mubarak und al-Tirmidhi und Abu Nu'aym und anderen, von Abu Sa'id al-Khudri, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: كيف أنعم وقد التقى مصاحب القرن القرن. كيف أنعم. Wie soll ich mich wohlfühlen? Wie soll ich mich ausruhen? Wie soll ich Spaß haben? Wo doch der Inhaber des Hornes das Horn schon fast aufgefressen hat. Iltaqam, also in deinen Mund gesteckt hat. Mit anderen Worten, er ist bereit. Und mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist Yawmul Qiyamah sehr, sehr nah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zeigt dem Muslim auf, wie er sich zu verhalten hat, nämlich bereit zu sein. Es geht nicht darum, dass du keinen Spaß haben darfst. Es geht darum, dass ich mir als Muslim immer auch darüber im Klaren sein muss, ich könnte jeden Moment zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. وَحَنَا جَبْهَتَهُ. Und er hat seine Stirn gesenkt. Also er ist bereit. وَأَصْرَ سَمْعَهُ. Und hat sein Gehör sozusagen geschärft. يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ يَنْفُخْ فَيَنْفُخْ. Und er wartet nur darauf, dass er blasen soll, damit er bläst. Die Muslime sagten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: كَيْفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ. Was sollen wir sagen, Gesandter Allahs? Und der Prophet antwortete sallallahu alaihi wa sallam, indem er sagte, sagt, wisst ihr, was man sagen soll? Er sagte: Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, tawakkalna ala Allahi rabbina. Allahu Akbar. Sagt: Allah reicht uns aus und er ist der beste Anwalt. Wir vertrauen auf Allah, unserem Herrn. Ich bin immer bereit als Muslim, dass ich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren kann. Wann wird jetzt ins Horn geblasen? An welchem Tag? Wir haben kein Datum, das schon mal vorweg. Keiner weiß es. Nicht einmal unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam wusste das. Keiner weiß es. Nicht einmal der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wusste das. Ja, nicht einmal Jibril selbst, der den Koran auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt hat, wusste es. Und deswegen, als Jibril in der Gestalt eines Mannes zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam, da stellte er ihm 5 Fragen. Und die 4. Frage ist welche gewesen? Matas-sa'a, wann ist die Stunde? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine sehr, sehr aufschlussreiche Antwort gab. Wie lautete seine Antwort? Weiß das jemand? Wie lautete die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als Jibril ihm diese Frage stellte? Na, ja. Bi-a'lama minas-sa'il. Sehr gut. Der Befragte oder der Gefragte, also der Prophet Sassam, weiß nicht besser Bescheid als der Fragende. Subhanallah. Das heißt, weder du weißt es, noch ich weiß es. Weder du, Jibril, du bist der Bote Allahs zu dem Propheten, noch ich als Gesandter Allahs weiß es. Das gehört zu den sogenannten Mafatihul Ghaib, zu den Schlüsseln des Verborgenen. Kein Mensch weiß es, wann die Stunde sein wird. Aber wir wissen eine Sache. Der Prophet hat uns eine Information gegeben. Nämlich, welcher Wochentag das sein wird. Welcher Wochentag wird es denn sein? Ein Freitag. Barakallahu fiqh. Und das haben wir in vielen Überlieferungen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam überlieferte, wie es Imam Muslim überlieferte von Abu Huraira radiallahu anhu: Khayru yawmin tala'at alaihi shams yawm al-jumu'ah. Der beste Tag, an dem die Sonne aufgegangen ist, ist der Freitag. Fihi khuliqa Adam. An ihm wurde Adam alayhi salam erschaffen. Wa fihi udkhila al-Jannah. Und an ihm wurde er in das Paradies hineingelassen. Wa fihi ukhrija minha. Und an ihm wurde er aus dem Paradies verbannt. Wa la taqumu as-sa'atu illa yawm al-Jumu'ah. Und die Stunde wird nur an einem Freitag. Und die Stunde wird nur an einem Freitag beginnen. Dann, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wie es von Aus ibn Aus überliefert wird: Inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah. Zu euren besten Tagen gehört der Freitag. Fihi khuliqa Adam. An ihm wurde Adam erschaffen.
وَفِيهِ قُبِطْ und an ihm ist er gestorben. وَفِيهِ النَّفْخَ und an ihm wird ins Horn geblasen. وَفِيهِ السَّعْقَ und an ihm werden die Menschen auch vom Donnerschlag getroffen, also sterben. فَأَكْثِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ so macht vier Salawat auf mich am Freitag. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ weil euer Gebet, das heißt eure Salawat, mir vorgestellt werden. Subhanallah. Dann eine weitere schöne Überlieferung diesbezüglich. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Uridat alayya al-ayyam." Von Anas ibn Malik wird das überliefert. "Uridat alayya al-ayyam." Die Tage wurden mir vorgestellt. "Fa'urida alayya fiha yawm al-jum'ah." Und es wurde mir dabei auch der Freitag vorgestellt. "Fa'idha hiya kamir'atin bayda fi wasatiha nuktatun sawda." Ya salam. Und dieser Freitag, er sah aus wie ein weißer Spiegel, in dessen Mitte sich ein schwarzer Punkt befindet. Allahu Akbar. Faqultu, ich fragte dann, was ist dieser schwarze Punkt? Und was antwortete man ihm dann? Man sagte, As-Sa'a, und zwar die Stunde, der jüngste Tag. Allahu Akbar. As-Sa'a, die Stunde, der jüngste Tag. Subhanallah. Ja, das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, an welchem Tag jetzt die Stunde eintreffen wird. Es handelt sich um einen Freitag. Taib. Jetzt kommt eine weitere wichtige Frage. Und zwar, wie oft wird eigentlich ins Horn geblasen? Zweimal. Zweimal? Andere Meinung? Dreimal? Andere Meinung? Viermal? Alle Meinungen gibt es. Aber die vorherrschende Meinung ist welche? Zweimal. Und zwar die meisten Überlieferungen, sie deuten darauf hin, dass es sich um zwei Posaunenstöße handelt. Das heißt, dass Israfil zweimal in das Horn blasen wird. Und sie stützen sich hierbei auf folgende Ayah und folgende Ayat. Die Ayat in Surat Az-Zumar, oder besser gesagt, die Ayah in Surat Az-Zumar, und zwar die Ayah Nummer 68. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ und es wird ins Horn geblasen und er bricht zusammen wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Allahu Akbar. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin. In dieser Ayah haben wir wie viele Posaunenstöße? Zwei. Der erste ist Nefchat As-Sa'q. Nefchat ist was? As-Sa'q. Wo die Menschen wie vom Donnerschlag getroffen werden. Wo sie alle sterben werden. Alles Leben sterben wird. Außer was Allah will. Dieses Außer, das werden wir nachher noch besprechen, was das ist. Und dann haben wir das zweite Mal und da werden was alle auferstehen. Nefchatul Ba'th, Al-Ihya, wo alles lebendig wird, nachdem es gestorben ist. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat Al-Dhariyat, Al-Nazi'at, die Verse 6 und 7, يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةَ Allahu Akbar. Am Tag, der das Zittern einsetzt, alles wird beben auf dieser Welt. Alles wird zerstört. Alles bricht zusammen. Und dann tetba'uha radifa und das nächste hinterher folgt. Und das ist das, der zweite Posaunenstoß. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt ebenfalls, ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون سورة ياسين فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون Die Ayat Nummer 49 bis 51 von Surat Yasin. Sie haben nur einen einzigen Schrei zu erwarten, der sie ergreift, während sie noch miteinander streiten.
Da werden sie kein Vermächtnis mehr hinterlassen können und auch nicht zu ihren Angehörigen zurückkehren. Und dann, es wird ins Horn geblasen werden und da laufen sie sogleich schnell aus den Gräbern zu ihrem Herrn herbei. Ihr seht zweimal. Beim ersten Mal, alles wird was? Vernichtet. Beim zweiten Mal, alles wird aus den Gräbern auferstehen. Ein Hadith. Und zwar wird überliefert bei Bukhari und Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ma bayna nafkhataini arba'un. Zwischen den beiden Posaunenstößen ist eine Zeitspanne von 40. 40 was? Hat der Prophet offen gelassen. Dann sagten sie, ja, Abu Huraira, 40 Jahren? Die Leute fragten Abu Huraira, der diesen Hadith überliefert hat, 40 Tage? Und er sagte, ich antworte nicht, er bait. Dann fragten sie, 40 Shahran, 40 Monate? Qala, er bait, ich antworte nicht. Qala, 40 Sana, 40 Jahre? Qala, er bait, ich antworte nicht. Wir wissen es nicht, 40, Allahu alam, 40 Minuten, 40 Stunden, 40 Jahre, 40 Jahrhunderte. Allah weiß es am besten. Subhanallah. Ja? Das heißt, ja, wir haben hier, und das ist die mehrheitliche Meinung, ja, zwei Posaunenstöße. Zwei Posaunenstöße. Mit dem ersten werden die Lebewesen im Universum vernichtet. Und mit dem zweiten werden sie alle wieder auferstehen. Es gibt aber auch die Meinung, die wird von einigen Gelehrten überliefert, wie von Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir und einigen anderen, die gesagt haben, es gibt drei Posaunenstöße. Und worauf stützen sie sich? Auf eine Aye, wo Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal einen weiteren Namen für einen Posaunenstoß gibt. Und zwar Nafkhatul Faza'. Und hier haben wir in Surat An-Naml, Vers Nummer 87, folgende Aye, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Und denke an den Tag, da ins Horn geblasen wird und da all diejenigen erschrecken, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, außer wer Allah will. Und sie sagen, Allah spricht hier vom Erschrecken. Das heißt, es wird einmal erschrocken, einmal Sa'd vom Donnerschlag getroffen, alles wird sterben und dann werden alle auferstehen. Also dreimal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Und dann gibt es noch die vierte Meinung. Und das ist die, die von Ibn Hazm vertreten wird, einem andalusischen Gelehrten, der gesagt hat, viermal. Und er sagt, das erste Mal werden die Menschen sterben. Das zweite Mal werden sie auferstehen. Das dritte Mal ist dann eine Art Angst. Ja? Und das vierte Mal ist dann, dass sie wieder zu sich kommen, nachdem sie Angst gehabt haben. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر